So, Leute, willkommen zurück zu Metroid Prime 2 Echoes. Oh je, yeah, am letzten Part haben wir dunkle Metroids gesehen und sind endlich in den neuen Sektor gegangen, der da heißt, Festung, glaube ich, einfach nur. Irgendwas mit Festung. Egal, aber jetzt die beiden Typen da. Ich bin bereit für alles, kommt auf mich zu. Oder auch nicht. Das war vielleicht etwas zu obvious, na gut. Wahrscheinlich wieder im anderen Zeitraum-Dingens und so weiter, Raumzeitgefüge. So, dann wollen wir mal... Ach Gott, was gäbe ich jetzt wirklich für ein Waffenaufladeding? Moment. So. Bam! Dankeschön! Ich wollte sagen, Moment, was bist du denn? Du siehst lustig aus. Oh, und du setzt zum Angriff an. Michelin Rezid, abtrünniger Patrouillendrohne, variable Beamgeschütze und ein System zur Verbreitung von digitalen Viren machen dieses Objekt sehr gefährlich. Oh, oh. Seine Abschwemmung gegen Beschuss und Fähigkeit... Schützen zu passen. Ich habe so eine Vermutung, dass sie jetzt gleich in das Ding da reingehen wird. Oder er möchte einfach so gegen mich kämpfen. Bam! Bam! So. Okay, was tut der? Wow, 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 wow! Alter Schwede! Was? Z, A und B. So, alles klar. Das ist ja cool. Der hat gerade quasi, also dass es so geruckelt hat, das war kein Fehler vom Video, Leute. Nein, das war alles in Ordnung. Das war ein Effekt im Spiel, weil das Ding quasi, ja, Viren und so, stand der gerade eben da, ne? Weil das Ding, eieiei, sich einfach in unseren Kampfanzug eingenistet hat. Fiese Sache. Aber schöner Effekt, weil alles runtergefahren war gerade. Wunderbar. Also gar nicht wunderbar, aber ich mag sowas einfach generell. Wow. Ja, also ich finde ich gruselig. Quad HM, abtrünnige Kampfdrohne auf Nahkampf spezialisierte Haupteinheit. Unterseitiges Abluftsystem lässt sich mit der Hilfe von erschütternden Attacken beschädigen. Rotationssequenz kann mittels Boost-Attacke abgebrochen werden. Alles klar. Das war eindeutig. Hi. Habe ich getroffen? Oh, das war vielleicht doch nicht so eindeutig, wie ich dachte. Wow! Boom. Immer noch nicht? Mache ich jetzt Schaden oder nicht? Ich bin verwirrt. Nee, scheinbar nicht. Ich dachte, das funktioniert so. Hm, vielleicht kann ich... Wow. Und so abbrechen. Okay, das hat scheinbar gebracht. Ach, jetzt... Ah, ich hab's verstanden. Okay, alles klar. Du hast irgendwie da was verloren, mein Freund. Okay. Ich habe schon richtig gemacht, eben nur andersrum. Du musst ihn erst betäuben. So, jetzt kann ich das machen. Aha. Sorry. Da habe ich am Anfang was Falsches vermutet. Das ist schon wieder so ein Ding. Dann gehen wir erstmal. Haben wir die blauen? Ne, die können wir noch gar nicht lesen, oder? Ja, mal was sagen. Dann müssen wir erst unseren Kollegen finden. Wir brauchen auch erst den Auftrag von dem, dass wir die Energie hier retten sollen. Zurückholen, wie auch immer. Das sieht schon wieder nach einer Tür aus. Wie wurde es mir gesagt? Dahinter sind immer Stationen. Speichern? Ha, sehr gut. Wollen wir jetzt noch nicht, aber schön zu wissen, dass da eine ist. Ja, ja, ja. Und da sind ganz schön viele von diesen Dingern hier. Bevor der mich sieht. Einfach eine Supermissile drauf. Boom. Oh, er hat mich gesehen. Ne, nichts von ungut kleiner. Okay, aber eine Supermissile und einen Charge-Beam reichen offensichtlich aus, um die auszuschalten. Wo ist das andere Teil? Da war doch noch eins. Da. Auch gut, dass ich noch getroffen habe. Na, lass deinen Schild fallen. Bam. Wunderbar. So, was ist das hier? Sind das riesige Energietanks? Sieht ein bisschen so aus. Eine Teil eines Reaktorkontrollsystems. Sondern es aus dem Betrieb, dann sind wir vollautomatisch Zugriff auf die Sicherheitskurzen nicht möglich. Am besten einfach mal da unten in die Bomben. Den Morphball. Das Morphball-Modul. Wow! Ist da noch so eins? Scheinbar. Ach, wobei, ich gehe erstmal da rein. Mal gucken, was passiert. Voll dagegen. Ah, okay, alles klar.
Ja, das sind ziemlich deutliche Zeichen gerade, als dass wir bald den Spider-Ball kriegen. Hier ziemlich spät, im ersten Metroid Prime noch relativ früh. Glaube ich jedenfalls, dass es da relativ früh war. Oder war das auch der Boost-Ball, der so schnell ging? Ja, ich glaube, es war... Hat beides nicht so lange gedauert. Aua, ah, verdammt. Lässt du das bleiben, Kollege? Guck mal hier. Bam. Und verdammt, jetzt werde ich wieder gewirrt. Wenn ich mich hier verstecke, dann trifft er mich vielleicht nicht. Haha. So. Aber ich habe... Okay, ich wollte gerade sagen, jetzt keine Missiles mehr. Ach, sieh mal einer an. Da ist doch einfach ein Energietank. Hier eine Powerbombentür. Okay, Leute, wir kriegen bald ganz, ganz viel Zeug. Ich freue mich. Was kriegen wir? Ich tippe mal, als allererstes kriegen wir einen Spider-Ball. Würde ich vermuten. Was ist hier schon wieder los? Alter Schwede. Ein cooles Gebiet. Gyrokoptischer Ring. Einer der Teile des Systems zur Energiegewinnung. Derzeitiger Prozess läuft sich circa auf 30 Zyklen. Ja, Hallöchen. Hey, du siehst aus wie diese Ink-Transporter. Nur irgendwie maschinell. Routinearbeit funktioniert nach wie vor einwandfrei. Obwohl sie bereits in mehreren Deka-Zyklen ihren Dienst verrichtet. Hm, das ist ordentlich. Was? Ach, da ist eine Wand vor. Sag mir das so einer mal. Mensch. Alles klar. Laut wie folgt. Bernstein, Kobalt, Purpur, Smaragd. BKPS. Bernstein, Kobalt, Purpur. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das merken muss, ehrlich gesagt. Bernstein, Kobalt, Purpur, Smaragd. So war es doch, oder? Bernstein, Kobalt, Purpur, Smaragd. Hm, vielleicht die Farben merken? Ja, offensichtlich. Okay, Bernstein, Purpur, Kobalt, Smaragd. Bernstein. Dann mal zuerst hier. Kobalt. Nee, Kobalt war es nicht. Bernstein, Purpur. So. Kobalt. Und zuletzt Smaragd da. So. Oder genau die andere Reihenfolge. Ich bin verwirrt. Vielleicht doch andersrum. Okay, Smaragd. Hm? Nochmal, Bernstein. So. Ja, Bernstein. Purpur. War es nicht Bernstein, Purpur, Kobalt, Smaragd? Da also nochmal Bernstein. Purpur ist doch rot. Da bin ich jetzt doof. Aha, okay. Dann Purpur. Und zuletzt Smaragd. Ich gucke aber. Ich will jetzt nochmal nachgucken. Habe ich mich so vertan? So. Bitte noch einmal das Codewort. Verdammt, ich darf es nicht mehr erfahren. Purpur ist doch rot. Ich habe es wahrscheinlich einfach nur vertauscht, wirklich gerade. Naja. Hallöchen. So. Die fliegen einfach rum und lassen sich überhaupt nicht stören. Ist ja auch nicht verkehrt. Schon wieder eines von diesen... Ach komm schon, als ob da nicht gleich einer aufstehen würde. Ich sehe gerade, dass der Kopf von denen ist nochmal separat scannbar. Na komm, ich will nur den Kopf haben. Jetzt. Boah, nicht erwischen, Junge. Das ist mal jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Quad-KM, abtrünnige Kampfdrohne. Kommandomodule übernimmt Angriff auf Distanz. Beamabschirmung lässt sie mit Hilfe von System gegen der Polarität durchdringen. Ich glaube, den schließe ich einfach mal von der Ferne ab. Tja, und nun? Kannst du nichts mehr machen, ne? Komm, dreh dich. Wow, wo bist du? Habe ich dich erwischt? Ja, habe ich. Nein! Ah! Mann, andere Richtung! Toll. Da wollte ich nicht in diese Richtung boosten.
Ich würde mir wünschen, die Kamera etwas kontrollieren zu können in dem Ballmodus. So. Dankeschön. Und kaputt. Aber das sind coole Gegner. Kreative Art, die zu besiegen. Auf jeden Fall. Ja, das war wieder nur Spider-Ball. Das war bestimmt doch noch einer von denen, oder? Und da eiert noch einer rum. Und hier höre ich schon wieder ein Item. Kann ich das scannen von hier aus? Achso, ist glaube ich sowieso was Blaues, ja. Da kann ich also eh noch nicht ran. Ich habe Angst, mich jetzt vorzubewegen. Möchte ich von den Dingen erfasst werden. Muss ich die überhaupt besiegen? Und mir wurde mal geraten, dass ich die besser besiegen soll, die ganzen Gegner. Also, sei es drum. So, mein Freund, komm her. Okay, jetzt macht er seine Attacke. Hoppala. Hab ich ihn erwischt? Alles klar. Na? War ja klar, dass ich ihn gerade nicht erwische. Und boom. Die Kamera an sich, der Morphball ist ziemlich ungünstig dafür, jemanden auf diese Art und Weise zu bekämpfen. Da muss ich nämlich ein bisschen blind einfach los boosten. So. Tschö. Warum wird das Ding hier als Gegner eingetragen noch? Ist doch kaputt. Muss ich da rein? Mittels Morphball. Hier liegt das Ding im Weg, oder? Mal kurz testen. Nee. Scheint nicht so zu sein. Ich habe es jetzt auch nicht eindeutig getroffen, aber machte mir nicht den Anschein. Diese Dinger. Irgendwann, Leute. Dentium. Ach Gott, ey, wie viele Dentium-Sachen haben wir jetzt schon bekommen? Aber das ist der Klassiker hier. Der Super Metroid-Klassiker. Hallo, Samus Augen. Um da sich zu sprengen. Ich glaube, wir kommen jetzt zu dem Tempel. Ach, das ist ein Portal. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ups. Das ist sie mal. Da kannst du mal sehen, Junge. Na, ab in die Dark World. Sogar so eine richtig eigene Portalvorrichtung hier. Mensch, edel, edel. Ich ahne schlimme Dinge, Leute. Gleich kommen wahrscheinlich auch Maschinen, die trotzdem von ihnen befallen wurden. Einfach weil sie irgendwas Organisches wieder mal mitverwertet haben. Ach, hier ist das Ding kaputt sogar. Ich kam ganz... Kam ich gerade woanders raus? Das kam mir nur so vor. Hier haben wir jedenfalls eine Menge Türen, die wir abgehen können. Uiuiui, was ist das denn da hinten? Ach so. Ach Gott, nein. Hi. Na? Da haben wir euch neulich erst das erste... Wow, wow, das zum ersten Mal gesehen und schon macht ihr Beef. Was ist das da oben? Seht ihr das? Da blinkt auf einmal was gelb auf bei mir. Keine Ahnung, was es heißt, aber dich mache ich kaputt. Dunkle Sorgquadrone, vom Winzern gebessene Wartungseinheit. Ja, sage ich doch. Einheit hat durch Ingsymbiose an Stärke gewonnen. Ein kraftvoller Stoß heller Energie kann ihre Schaden zufügen. Okay. Helle Energie haben wir zufällig gerade zur Hand. Ja, und das reicht auch, um sie kaputt zu machen. Hi. Nochmal. Na gut. Weil du's bist. Ach, hier ist nur ein Missile-Container. Also, nur. Ich bin dankbar darüber. Aber ich dachte, hier würde es weitergehen. Umso besser, eine Sackgasse zum Abhaken und ein neues Item für uns. Ist hier vielleicht auch noch so ein Ding? Sieht wieder so verlassen aus. Aber gut, hätten wir hier kein Item gefunden, wäre wahrscheinlich so ein Ding noch da gewesen. Aber die war ja nicht so. In der Lichtwelt wird da bestimmt auch noch was sehr Episches sein. Guck mal einer an. Ein Schlüssel.
Schlüssel zum Tempel des Nest. Einer von wie vielen? Drei wieder, ne? Ja. Was bist du? Du siehst böse aus. Behält es aus Ingwürmern. Behält es aus Ingwürmern. Lebende Lagereinheit der Inghorde. Ingwürmer umschließt mit die Gegenstand. Ach so, das ist einfach nur so ein. Na dann. Würde ich dich gerne öffnen. So, und du bleibst bitte an, während ich da noch drin stehe. Oh, hi. Hi, Kumpel. Ein Kumpel Ing. Boom. Guck mal, eine Supermissile killt sie nicht. Okay, alles klar. Ih, lässt du das bleiben? Ich möchte nicht von dir übernommen werden. Kurzum, da bist du. Bam. Weg vom Fenster, der Gute. Hallo? Steht mir einfach im Weg. Liegt einfach im Weg wohl eher. Was ist da oben für eine komische Anzeige? Dieses Gelbe, das ist eben erst aufgeploppt. Oder war das schon immer da und ich habe es einfach nur nie gesehen? Hm. Wo auch immer es gerade hingeht. Ich möchte noch kurz was gucken. Na, das passt. Aber hier nochmal nutzen wir die Gelegenheit, unseren Lightbeam aufzufüllen. So. Denn der ist in der Dark World für gewöhnlich etwas nützlicher als der Darkbeam selbst. Und wenn ich da jetzt wieder den Darkbeam brauche für die Tür, habe ich doch gerade schon auf der Karte gesehen. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass wir jetzt gleich zu einem neuen Wächter kommen. So. Okay, also da ist unser Lightbeam definitiv gut gefüllt. Nehmen wir kurz den Rückweg scannen. Ach, der ist schon. Ist schon verfügbar. So, was zum... Oh, euch kennen wir noch. Okay. Okay. Können wir die kaputt machen? Die stehen nämlich minimal im Weg. Ich habe das Gefühl, dass sie mich runterboxen, wenn ich da jetzt versuche. Oh, Missiles. Oh, meine Güte. Bleib an hier, Licht. Oh, kommt bitte alle her. Her mit euch. Kommt her. Oh, wie wunderbar. Ach, ich liebe diese Gegner. Gerade ganz spontan entschieden. Noch mehr vielleicht für mich? Für Tante Samus? Und Onkel Sui? Na komm, komm. Einer noch. Ach, ist das herrlich. Genau sowas habe ich gebraucht. Upsala. Sind die eigentlich scannbar? Ja, tatsächlich. Ha. Grapple-Verankerung Vorrichtung stellt einen Verankerungspunkt für den Grapple-Beam dar. Wenn, dann Schein drücke. Alles klar. Einfach nur nochmal die Mechanik erklärt. Wow. Herrlich. Was ist das? Das ist ein Portal, oder? Das ist tatsächlich ein Portal. Und die kommen neu? Was ist denn das da hinten? Wieder so ein... Schon wieder so ein... Zum Abschießen. Oder? Ja. Ach, verdammt. Wir sind die hier im Weg, die Typen. Geh mal weg. So, nochmal. Versehentlich quasi die mit markiert habe. So. Und das Portal einfach mal geöffnet. Hm. Aber da will ich noch nicht rein. Denn hier geht es auch weiter. Schön. Oh Gott, das ist ein tolles Gebiet. Und das ist ein nicht so ganz toller Gegner. Hi. Ing, 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 ing. Wow. Ja, die mögen den Lightbeam nicht. Habe ich so gerade mal wieder spontan die Eingebung gehabt. Hier doch der Tempel, oder? Die Interaktion mit diesem System. Ach, das war wieder für Schallimpulse. Alles klar. Bringt uns noch nichts. Wir kriegen nämlich noch ein Visier. Und da können wir dann auch mit solchen Dingen interagieren. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal da rein. Ja! Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt richtig gehe. Ob ich wirklich richtig gehe? Ne. Ich hab, würde mich, frag mich ja, was da hinten lauert. Also da, wo wir noch nicht gewesen sind. In der dunklen Welt. Schon wieder so ein Teil. Wieso wirst du als Gegner eingetragen? Das macht mich etwas Nervosität. Hm.
Ich bin hier auch wirklich am Arsch der Welt gerade, ne? Du bist so ein normales Ding. Genau. Sorgfaltdrohne. Drohne der Sorgfaltserie, abtrünnige Wartungseinheit. Umherschaffende künstliche Lebensform mit elektromagnetischen Attacken. Empfinde ich gegenüber dunkler Energie. Achso, ja, das ergibt Sinn. Bam! Wow! Okay, empfindlich heißt nicht One-Hit KO mit einem Charge-Beam. Da ist er! Nicht. Okay. Hat er wieder Klammerbock. Ich hatte eine aktive Klammerbock, abtrünniger Mechanoid in Form eines Klammerbocks. Von den Luminoid entwickelten mechanischer Sammler mit kraftvoller Kieferpartie entfernt gewaltsam jeglichen Eindringlingen seines Reviers. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier bald ein Boss kommt, den wir nur scannen können von außerhalb, weil wir den quasi rein im Morphball bekämpfen. Bist du das? Was für ein Eintragverzeichnis warst du? Nee, warst du nicht. Ich wollte mal ganz kurz was gucken übrigens. 77% Einträge schon. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. So, was aber wiederum eher schlecht ist, dass ich hier nicht weiterkomme. Denn auch da fehlt mir der Spider-Ball. Wieso ist das Ding weg? Wieso liegt da oben eine Leiche? Und wieso hat er eine Info für mich? Nein, ist ja gut. Erzähl mir was über dich, mein Freund. Möge dies das endgültige Vermächtnis des Kriegers C8 sein. So, ich habe keinerlei Geschosse mehr für meine Waffe. Meine Feinde kann ich nur noch meinen Klingen, meinen Fäusten entgegenstrecken, so mögen sie denn kommen. Sie lauern des Nachts in der Dynamo-Anlage. Dynamo-Anlage, fauchend und zischend wie Bestien. So mögen sie, wenn mein Kriegsschrei ertönt, wird eine fürchterliche letzte Abrechnung folgen. Komme nur, verhasster Feind, bereite mir ein Ende. Ein tapferer Krieger, der offensichtlich einen Spider-Ball hatte. Ah! Okay, noch nicht hier lang, Leute. Noch nicht. Später. Das heißt also wieder in die dunkle Welt, ja? Offensichtlich schon. Da machen wir das. Upp. What? Oh, falscher Beam kann das sein. So. Jetzt aber. Ab in die Dark World. Und einmal flumm. Reingesogen. Schöne Sache, das. Okay, wo können wir als nächstes hingehen? Schauen wir doch mal. Von da kommen wir. Also wahrscheinlich einfach wieder hier nach unten, ne? Ah, ne, Quatsch, warte, von da kamen wir ja. Oh Gott, ganz schön, bevor die Typen wiederkommen. Moment mal. Ist hier auch so ein Ding? Nee. Kann es sein, dass ich irgendwas Essentielles übersehen habe? Kommen wir doch gar nicht mehr zurück. Wow. Was anderes hier noch? An Gängen möglich? Was ist denn hier los? Kann ich da rein? Nein. Ich bin sichtlich verwirrt gerade. Upsala. Sorry. Könnten wir hier nichts tun? Bei der hellen Welt? Ich kann da ja auch nicht reinspringen, ne? Part ist eigentlich längst vorbei, aber ich bin gerade total konfus, weil ich eigentlich speichern gehen wollte. Nur weiß jetzt gar nicht, wie ich von hier wegkomme. Wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen gerade und gleich kommt die Eingebung, sobald der Part beendet ist, wie es so oft so ist, nicht wahr? Aber gerade so in diesem Augenblick bin ich übelst verwirrt. What? Ich komme nicht zurück. Dann hoffe ich mal, dass ich gleich noch eine Eingebung habe, Leute. Weil gerade weiß ich nicht. Ich schaue mich mal aufs Klo um. Egal, Leute. Das war erstmal Metroid Prime 2 Echoes für heute. Im nächsten Part machen wir genau vor diesem Teleporter weiter.
Bis dahin. Ciao.